Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Grim Tales, das Vermächtnis. Ja, ich habe schon eine längere Zeit nicht mehr gespielt und muss jetzt erstmal wieder reinfinden, was wir so machen müssen. Ich weiß noch, dass wir hier irgendwie mit einem Werkzeug die Schraube lösen mussten. Aber sonst weiß ich nicht so wirklich mehr, was wir tun sollen. Hier haben wir hier das Teil, nein, haben wir nicht. Na gut, das war auch irgendwie klar. Warum können wir das Buch eigentlich immer noch aufschlagen? Das verstehe ich noch nicht so ganz. Gehen wir nochmal raus. Hier brauchten wir irgendwie so eine Pinzette oder so. Wovon ich aber leider nicht weiß, wo die ist. Keine Ahnung. Sonst können wir hier überhaupt nichts machen, außer da oben reingehen. Können wir hier bei Luisas Notiz noch was machen? Nein. Was können wir hier? Ja, hier müssen wir noch ein Bild einsetzen. Kannst du das da nicht reinpacken? Nee, kann er nicht. Natürlich auch nicht. Warum sollte auch? Das Bild müssen wir zerstören, damit wir da durchkommen. Da war doch gerade noch was. Also wieder nur das Bild, okay. Gut, dann können wir noch zu der Garage, wo wir jetzt das da eingestellt haben. Das aber nicht geht. Nein. 1, 5, 9 mal 8. Achso. 9 mal 8. Ja, so gut ist ein... Nee. Nee, aber fast. Das auch nicht. Das weiß ich nicht, aber dafür muss ich auch noch doch irgendwie so ein... Ohne Schließcode kann ich das Tor mit der Fernbedienung nicht öffnen. Da können wir auch nichts mehr dran machen. Gut, das heißt, wir müssen noch einen Schließcode finden. Weil hier, hier kann ich auch nicht auf Lösen drücken und so, also geht das auch noch gar nicht, dieses Spiel. Ja, sonst können wir hier eigentlich gar nichts machen. Hier konnten wir auch nichts mehr dran machen, da brauchten wir das Schild. Haben wir Magneten? Nein. Schachbrett. Da fehlt uns noch ein so ein Läufer. Hier muss er irgendwas haben zum Graben. Aber er will sich ja nicht die Hände schmutzig machen. Oder sie. Ich weiß das immer noch ja noch nicht. Da müssen wir irgendwas haben, um das Bild zur Seite zu schieben. Hier in dem Raum können wir überhaupt nichts mehr machen. Hier brauchen wir noch so eine Statue. Dort können wir gar nichts machen. Da brauchen wir irgendwas, um es darauf zu legen. Hier müssen wir noch einen Haken in die Wand schrauben. Hier brauchen wir nur noch den Engel. Da ist ein Schloss. Na und? Macht nichts. Zerbrochenes Fenster. Ja, es ist eigentlich das Teil, aber nee, irgendwie ja nicht, ne? Unter dem Fenster des Arbeitszimmers ist der Eingang zur Garage. Finde den Code und aktiviere die Steuertafel. Ja. Witzig. Ich habe den Code. Unter dem Fenster. Ah, hier ja so lang, ne? Hier, unter dem Fenster. Leiter, wahrscheinlich steckt der Code hier in der Wand oder so. Aber den kriege ich da ja nicht raus. Da können wir nicht durch. Man sollte ja auch nachts natürlich nicht in den Wald gehen. Und hier ist ja wieder dann... 1 mal 8 plus 5 plus 9. Nein. Ich weiß es nicht. Vielleicht jetzt? Ja. Das kann er nicht. Nein.
9 und 5 minus 7 mal 8. Nein. 9. Nein. 9 minus 7 mal 8. 1. Ah gut, okay, das haben wir schon mal probiert. Das ging ja immer noch nicht. Das geht auch jetzt noch nicht. Ach ja, ach ja, ach ja, dieses Spiel. Ich weiß gar nicht so richtig, das geht ja gar nicht. Ich weiß gar nicht so richtig, das kannst du gar nicht rechnen, um so genau zu sein. Das, ich habe das mal nachgeguckt, irgendwie, das geht gar nicht. Deswegen drücke ich hier leider auch wieder auf Lösen, tut mir leid, aber hier drücke ich dann auch wieder auf Lösen, der stellt mir das da ein und dann kann ich die Fernbedienung benutzen. So, weil es hat keinen Sinn, jetzt 8 Jahre lang rumzurennen, bis wir dann endlich diesen, bis wir wieder zu dem Schluss kommen, dass wir den Code da eh doch mal machen müssen, obwohl irgendwie das gar nicht richtig möglich ist. So, Schraubstock. Ach ja. Was für ein praktisches Gerät. Haben wir irgendwas? Flasche. Das. Nö. Okay. Erstmal gar nichts. Deadman könnte noch nützlich sein. Okay. Das weiß sie also jetzt schon. Der Erste-Hilfe-Schrank ist verschlossen. Ohne einen Schlüssel kann ich ihn nicht öffnen. Gut, das heißt, wir brauchen da noch einen Schlüssel für den Erste-Hilfe-Schrank. Können wir sonst noch was machen? Nö, okay. Zum Studio. Generator. Ein Windengenerator ohne Propeller hilft mir das gute Stück aber nichts. Wir haben keinen Propeller. Nicht so schön. Becken. In der Wanne kann ich die Silikonform für die Statue herstellen. Ich muss zuerst etwas Silikon finden. Wand. Oh nein. Info. Bewege die Würfel mit dem Sternzeichen in die ihren Sternzeichen entsprechende Reihe. Oh. Okay. Ah. Okay. Okay, also so. So. Das heißt, ich muss da wieder dann so lange arbeiten, bis. Oh. Hm. Weißt du was? Das müssen wir so machen. So, dann kommen wir nämlich mit dem da unten noch durch. So, dann müssen wir den da aber erstmal nochmal rausnehmen. Hoch, zack, zack. So, dann können die da erstmal wieder rein. Das hier. Ah nee, das ist falsch. Da muss auch wieder so einer rauf. So, und das machen wir mal am besten, indem wir den da so wegnehmen und den dann da so hin befördern. So, zack. Nummer 1. Das ist ja jetzt nicht so ein schweres Spiel. Vorausgesetzt natürlich, ich mache das jetzt gerade richtig. Hä? Habe ich das jetzt richtig gemacht? Oder nicht? Hä? Was ist... Warum denn nicht? Willst du mich verarschen? Da fehlt doch keins mehr. Hä? Was ist das denn jetzt? Nochmal.
Bewege die Würfel mit den Sternzeichen in ihrem Sternzeichen entsprechende Reihe. Hä? Ja, und? Neu. So, und jetzt ist das einfach trotzdem. Das wäre jetzt so fertig oder etwa nicht? Hä? Was ist das denn jetzt schon wieder? Aber warte mal, ich mache das einmal nochmal neu. Und lese es nochmal durch. Bewege die Würfel in den Sternzeichen in ihren Sternzeichen entsprechende Reihe. Das heißt. Ah, ich muss diese hier in die Reihe bringen. Diese hier in die Reihe. Na, klasse. Okay. So, schaffen wir hier mal eben erstmal kurz mal so ein bisschen Platz. So. So, dann holen wir die da erstmal alle aus den Ecken raus. So. Zack, und dann können wir hier nämlich schon mal den ersten nach oben bringen und den zweiten. So. Zack. Nein, so. Dann müssen wir die, können wir den erst einmal nach unten bringen. So. So, so und so. So. Einen muss ich da leider überall noch lang. So. So. Und jetzt kann ich nämlich schon mal hier drüben auch komplett zubauen. So. Gut, die erste Reihe hier ist ja jetzt noch nicht so schwer, ne? Aber ich denke mal, was ich ein bisschen schade finde, ist an Grim Tales das Vermächtnis, dass die Rätsel, die sind einfach entweder viel zu komplex, also kann man nicht erklären, die sind einfach, ja, wie soll ich das am besten sagen, einfach mal, sie sind zu langwierig. Also das war zum Beispiel bei den anderen Grim Tales, das waren Rätsel, du musst erstmal hinterkommen, aber dann gingen sie recht schnell zu lösen. So wie das bei der Tür jetzt vorhin. Also in einer letzten Folgen. Wo du dann wirklich so gefühlte 8 Folgen dran saßt und sozusagen nicht vorangekommen bist. Ne, das ist dann natürlich schon so ein bisschen blöd. Das ist so. So, jetzt müssen wir erstmal hier wieder Platz schaffen. Zack. Das packe ich dann. Nee, der bleibt immer da. So, das packe ich dann erstmal alles nach oben. Hey. Zack, zack, zack. Zack. Der kann hier zum Beispiel auch rauf. Zack, zack. Zack. So, dann machen wir erst einmal wieder. So. So. Zack. So. Zack, dann können wir den hier sogar noch nachholen und können den erstmal darauf schieben. Dann haben wir da nämlich schon mal immer einen, der so ein bisschen. So, den lassen wir mal da. Und den hier bringe ich einfach mal dann nach hier. Und den nach hier. So. So. Die kann ich hier aber auch komischerweise. Die konnte jetzt gerade auch komischerweise nur nach oben wegnehmen. So.
Zack. Ja, das meine ich eben mal, dass ich jetzt hier wieder voll lang an einem so einem Teil sitze und das eventuell sogar in dieser Folge gar nicht fertig schaffe. Obwohl, doch natürlich, ich bin nämlich schon wieder auf so Assassin's Creed eingestellt, weil hier gehen die Folgen ja 20 Minuten. Ne, nicht so wie bei Grim Tales, da gehen die ja nur 5, nicht so wie bei Assassin's Creed, da gehen die ja nur 15. Ne, da bin ich jetzt gerade ein bisschen drauf eingestellt gewesen, deswegen habe ich gedacht, gerade bei 15 mache ich Schluss, aber das stimmt ja nicht, ist ja hier erst bei 20. Damit man auch so ein bisschen was schafft, so wie dieses Rätsel hier zum Beispiel. Ne, dazu brauchst du dann zum Beispiel eine ganze Folge, aber was du hast, hast du. So. Aber naja, kann man ja eh nicht ändern, also den packe ich mal eben erstmal nach da. Obwohl, war vielleicht doch doof. Den schiebe ich da mal ganz ran. So. Den schiebe ich aber jetzt nach da. So. Dann nehme ich den von jetzt erstmal kurz von dort. Zack, schiebe den nach da. Den nach da und dann schiebe ich sie erst einmal ganz kurz alle zurück. So, den nehme ich rüber. Den rüber. Und das ist auch so ein bisschen nervig, dass du alles einzeln anklicken musst. Das nervt auch extrem. Muss ich sagen. Aber sonst geht dieses Rätsel eigentlich, wenn man dann erstmal dahinter gekommen ist, natürlich. Das ist das dann natürlich auch. So. Wir haben es gelöst. Und wir kriegen... Was ist das? Löwe und... eine Leuchtpistole. Können wir hier... Es gibt kein Wasser. Ich muss woanders Wasser suchen. Gut, aber den können wir auch nicht mitnehmen, den Eimer. Trockenofen. Können wir hier irgendwas... Das ist ein Trockenofen. Damit lässt sich Gips in Sekunden trocknen. Okay, gut, das muss ich dann erst später machen. Da muss ich dann auch noch irgendwie was mit Gips machen. Hä, konnte ich hier nicht. Zement, ach so, da waren wir schon. Und Motorhaube. Ah, ein neues Wimmelbild. Das finde ich geil. Diese Wimmelbilder. Büroklammer, Zündkerze, Uhrzeiger. Und das war noch in der Motorhaube. Na, der Motor wird ja noch gut funktionieren, ne? So, aber erstmal, wo ist die Büroklammer? Warte mal, ich ziehe mir das einmal so ein bisschen näher an mein... Da ist die Büroklammer übrigens. Ein bisschen näher an mich heran, weil ich habe das hier auf dem zweiten Bildschirm und der steht ein bisschen weiter weg. Dann habe ich mir das einfach mal näher rangezogen. Zündkerze. Ja, die sehe ich jetzt gerade nicht. Da bin ich jetzt gerade echt mal blind. Muss ich einfach gerade echt mal gestehen. Die sehe ich gerade nicht. Uhrzeiger. Sag mal, was bist du hier für kleine Dinger? Finden hier ist auch Uhrzeiger. Hallo, Uhrzeiger. Dann nicht. Zigarettenkippe, die liegt hier oben. Tabakpfeife ist hier. Hufeisen. Na, schön, wenn du den Motor... Wenn du den in der Motorhaube hast. Super. Hufeisen. Wo liegt es denn? Wo liegt es denn? Hm. Jacke. Ist das dein Ernst? Ich sehe es nicht. Bleistiftspitzer. Das sind ja wieder schöne Dinge, die wir hier suchen müssen. Das sind Salzstreuer. Oh. Pfeile. Das sind auch noch so kleine Dinge. Hier ist übrigens die Zündkerze. Und ein Kamm. Der Kamm ist hier. Ahornblatt liegt da. Da war das Hufeisen. Ich
klicke einfach mal so ein paar Sachen hier an, einfach mal so. So, aber eigentlich bringt eigentlich nichts. Hier ist ein Uhrzeiger, aber den kann ich nicht nehmen. Kann ich den dann nehmen? Nein. Hier ist einer. Ja. Bleistiftspitzer. Wie willst du den hier finden? Ich sehe ihn nicht. Nee, ich sehe ihn echt nicht. Pfeile. Nö, Pfeile ist... Weiß ich nicht. Da ist nur ein Haar. Hier vorne drauf liegt auch nix. Ach ja. Oh, da war die Pfeile. Ich klicke jetzt gerade einfach mal wieder so ein bisschen aus Spaß rum, während ich suche. Vielleicht erwische ich ja was durch Zufall. Ja, zum Beispiel den Bleistiftspitzer. Und da war die Jacke gut gemacht. Vielleicht ist diesmal nützlich. Eine Jacke? Was soll ich denn mit einer Jacke? Was haben wir denn jetzt? Leuchtpistole. Nee, bringt mir irgendwie nichts so wirklich. Mehr konnten wir hier echt nicht machen, ne? Nö, aber weiter geht's dann erstmal in der nächsten Folge von Let's Play Grim Tales. Das Vermächtnis. Bis dahin. Ciao.